Wenn man sich mit dem Werk beschäftigt, ist man sofort damit konfrontiert, dass wir wieder in einer Zeit extremer Spannungen zwischen Religionen leben, in einer Zeit leben von großem religiösen Fanatismus. Wir arbeiten mit einem starken Kontrast zwischen den handelnden Figuren, die historisch kostümiert sind, die auch die Zeit der Dekadenz oder der Überfeinerung der Sinne widerspiegeln, sehr opulente historische Kostüme in einem modernen, fast abstrakten Bühnenbild, was völlig farblos ist. Nur unterschiedliche weiße Räume, auch die Natur, das Gras am Boden, ein Baum ist auch weiß und völlig grafisch, sodass die Figuren sich auf der einen Seite als opulentes Tableau zeigen können, fast wie Aquarelle. Und auf der anderen Seite wir aber auch einen modernen, sehr harten Widerstand haben gegen die Opulenz der Kostüme. Aus diesem Kontrast versuchen wir, sowohl Tradition als auch Moderne miteinander zu verknüpfen.